Ich freue mich. Willkommen zu Freischnauze XXL. Heute mit Barbara Schöneberger, Donner der Fiesen, Oliver Berke und Elmar Witz. GZSZ Jünger, nach dem Namen eine griechische Susan Sideropoulos ist auch bei uns heute Abend. Ja. So, ich bitte einfach mal Barbara, Lars und Oliver in die Mitte. Nee, man muss im Leben ja auf alles vorbereitet sein, ihr Lieben. Man stellt sich nur vor, man bekommt einfach so eine exotische Insel geschenkt. Wann passiert das nicht? Und was würden denn Sie für einen Namen wählen für so eine Insel? Wie würden Sie? Bubblegum. Sehr schön. Sonst noch was? Irgendein exotischer Name? Was? Mach dich nackig. Das ist doch mal eine Insel auf unserem Geschmack. Ja. Sehr schön. Das heißt, Lars, du bist gerade von einer abenteuerlichen Expedition von der Insel Mach dich nackig zurückgekommen. Und du sprichst natürlich nur noch die Sprache der Einheimischen. Und deshalb gibst du, Oliver, uns den Dolmetscher. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was du erzählst. Du scheinst dir während dieser Expedition auch das Haar etwas sonst setze ich es auch gerne auf. Oder Olli. Ja. Ich kann mich verbessern damit, er nicht. Ja. So, und was hat er da gemacht nochmal? Ja, das da kommt muss er her dir jetzt ja einfach. Erzählen. Wir haben ach, die keine hat er entdeckt, Ahnung. Die Insel. Okay. Er war auf Mach dich nackig. Okay. Und du musst jetzt rauskriegen, was da wohl passiert ist. Ja, guten Tag. Wir haben einen echten Weltenbummler heute bei uns in der Show. Er hat eine Insel entdeckt. Und wie das alles vonstatten ging, das wird er uns jetzt erzählen. Er hat auch einen Dolmetscher mitgebracht. Und deswegen meine erste Frage an Sie. Mach dich nackig, wo liegt das genau? Ich dachte, dann mach dich nackig, wo liegt das genau? Er sagt, das liegt kurz hinter Gummersbach. Hinter den Hügeln von Gummersbach, wenn ich es recht verstanden habe. Nein, hinter Gummersbach. Hinter Gummersbach. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, überhaupt eine Insel zu suchen? Was hat Ihnen sozusagen einen Hinweis darauf gegeben, dass hinter Gummersbach so ein Kleinod versteckt ist? Ja, ja, Gummersbach, ich hab schon mal gemacht. Frau Schöneberger, um ehrlich zu sein, hat er die Frage nicht so ganz beantwortet, aber er findet Sie sehr sympathisch. Beschreiben Sie uns doch einmal ganz kurz, mach dich nackig. Wie muss man sich die Landschaft vorstellen? Warte, eine Aschenreiter der Landschaft getan. Er spricht leider einen ziemlich extremen Dialekt, so wie ich das verstanden habe. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist in der Mitte der Insel ein großes Gebirge. Ja. Und wer dahin will, muss einen ziemlichen Umweg fahren. So habe ich ihn jetzt umgekehrt. Ja. Guten Abend, hat er gesagt. Guten Abend. Ja. Möchten Sie jemals noch mal zurückkehren? Und wenn ja, wann? Ich nicht. Ich
Nein. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie hier waren.